So, da wären wir wieder, aber mittlerweile glaube ich 10 Parts. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Moment. Ja, ist genau das 10. Part. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir sind ja hier im letzten Part stehen geblieben. Ich würde ganz gerne nochmal speichern, bevor wir weitergehen. Weil es ja echt zum Bosskampf kommen kann. Und dann speichere ich einfach mal. Oder ich heile einfach mal. Sicher ist sicher wach. Sollte reichen. Dann gehen wir mal weiter zu Kamek. Alter, wie viele Kekse gibt es im ganzen Dorf? Holy. Spots! Prinz Bowser, kleine Bissen. Oh, hier trinkt etwas warme Milch. Ich habe einen Schluck auf, ich trinke mal kurz was. So, weiter geht's. Sie ist von einer bösen Kuh. Das erinnert mich an eine Folge Fred the Show. Oder so meinte, dass verdorben ist. Irgendwie so schlechte Milch nur von schlechten Kuhen hergestellt wird. War echt gut. Ich gehe lieber ein paar Kekse und böse Milch. Zuerst fand ich es ja etwas unheimlich in dieser Geisterstadt rumzuhängen. Aber dann erkannte ich, dass mich niemand davon abhalten kann, alle Kekse zu fressen. Ja! Ja, ganz großartig. Ach, Babyalarm! Was macht der Wecken denn hier? Aha! Ist einem bisschen hergefolgt, um meinen Schatz zu rauben, nicht wahr? Abschaum! Wie, nicht nur den Schatz? Ihr wollt auch noch die Kekse? Ihr macht wohl Witze. Ihr habt den Schatz zuerst gestohlen. Also seid ihr die Bösus. Bäh. Er bleibt all dieses Zeug meins. Dies. Okay, die Kekse sind fast weg. Und das auch. Warte, wie können die in so kurzer Zeit so viele Kekse essen? Ihr Windelpupser. Prinz Bowser, bitte beruhigt euch. Kekse. Überlasst diese Gelichter mir. Unternehmt inzwischen einen Spaziergang, euer Hungrigkeit. Grrr. Lümmel habt Glück gehabt. Kekse klauen, wer macht das denn? Dafür werdet ihr bezahlen. Oh, na gut, Kamek. Ich ziel auf dich. Mach diese Keks-Alcoholics platt. Puh. Ihr Kerle macht mir wirklich noch den Panzer spröde. Ich werde euch die Barthaare einzeln rausreißen, nachdem ich die Kekse aus sich rausgeprügelt habe. Okay, gegen Kamek. No, Alter. Okay, den habe ich so. Den habe ich. Nur, dass ich abgewehrt habe. Ja, ja, oh. Tja, welcher bin ich nun wirklich? Ich will eigentlich nur für die Paradox-Eier gehen. Ich hoffe, die kann ich mittlerweile ein bisschen mehr. Ah, okay, es war close. Muss aber den Rhythmus kommen, glaube ich. Ah, es war ein bisschen zu spät. Okay, hatte ich hier Kamek gefunden. Jetzt darf ich es echt nicht verkacken, ich glaube der obere ist es. Wenn ich jetzt den falschen angreife, Alter, bin ich best. XBYA. Ja. Wait, das war nicht der falsche. No, du willst mich doch. Ah. Ich könnte alle falschen fokussen. Okay, BYXA. Okay, Alter. Das ist echt easy zu kommen eigentlich, da kann. Mensch, wir müssen wieder für die Paradox-Eier gehen und viele wie möglich auf einmal zu hüten. Okay, ja, das hier Kamek gefunden auf jeden Fall. Aber wir haben den richtigen Kamek gefunden.
Okay, B, Y, A, X. Oh no, ich wusste genau, wie der Angriff jetzt geht. Alter, okay. Ich mal dafür. Oh, das habe ich gefällt, aber es fand 42 Damage sollte trotzdem solide sein. Okay, da bin ich nicht mehr mitgekommen im Rhythmus, aber okay. Ah nee, da muss ich einzeln springen. Da bekomme ich ein Damage noch. Okay, ist unlucky, aber ich muss jetzt irgendwie Damage machen. Hab nicht mehr so viel Zeit. Ich kann den Angriff offenbar nicht dodgen, bedeutet nächster Angriff bringt mich um. Warte, wie viel überlebt, wie viel tankt den Kamek? Wie schon das jetzt? Als ob Kamek so viel überlebt. Ich versteh's halt nicht. Aber du willst... Ah, nee, Alter. Ah, okay. Ich muss Mario wiederbeleben. Noch gehe ich für Paradox-Eier. Nee, ja. Immer wissen wir schon mal, wer Kamek nicht ist. Okay, wir wissen jetzt, wer Kamek ist. Easy. Ich sehe, ich wird immer noch nicht in Kamek gefokust davon. Alter, endlich! Also Kamek ist lang überlebt, ich habe irgendwie 5-mal Kanonengeballer eingesetzt. Okay, Level 10. Retake those. Mal den hier an. War knapp an der 5 vorbei sogar. Wenn wir bekommen ein Level ab. Okay, ist unerwartet. Okay. Wollen wir nochmal mit dem sprechen? Okay, das ist immer das gleiche. Mal sehen, wie es weitergeht oder ob wir irgendwo hin können. Ich meine, da war doch noch irgendwas mit diesem mutierten Yoshi. Unglaublich, eine böse Sackgasse. Ihr Pilzfresser! Ihr fresst meine Kekse nach schön. Dann fresse ich den Schatz. Aber wenn einfach so. Wie sowas klares passiert. Wow! Namen dieser Spieler waren köstlich! Hey, was soll das? Lass los! Uff! Wirk! Und da kommen wieder die Aliens. Gleich mein Haus wegbomben werden. Und schon der Förse zu Aliens kommt auf einem Planeten und seht, wie so ein Baby und zwei Erwachsene ein Baby prügeln. Ja, okay, der mutierte Yoshi. No, it's Godzilla. Uh-oh.
Oh no! Also die Sterbschüler wurden gefressen. Okay, wir sind einfach komplett geschockt. Einfach instant posttraumatische Belastungsstörung. So sieht also mutierter Yoshi von innen aus. Fangen wir uns ab, so in dem mit den Yoshi drin, so random, so bekannt, also ein Sprungpad ist oder was das ist. Und Luigi ist so komplett überfordert. Okay, da kommen die nicht mal so zum Lachen, mal gucken. Also nur noch Kekse übrig hat, was? Oh, yeah. Ach stimmt, ich habe andere welche genommen, ich erinnere mich. Was in diesem Haus drin war. Allen geht wenigstens einigermaßen gut. Ich vermute, dass wir uns in der Magenkammer der Bestie befinden. Und das ist wirklich bis nach... kleine Bauer, sonst im Bauch voller Sternsplitter, da sollten ja auch irgendwo sein. Ich schlage vor, wir suchen und verschwinden so schnell wie möglich vielleicht von hier. Muss aber auch sagen, das erinnert einen sehr an Abenteuer Bowser. Oh, die Yoshi sind ja hier. Schieben, schieben, wie viele Bohnen hier sind. Wenn ich den nur rollen könnte, hätten wir einen Fluchtweg. Aber allein schaffe ich das auf keinen Fall. Schieben, schieben. Also das wird die anderen Yoshi zusammentrommeln, nehme ich an. Mir scheint, dass sich uns eine Passage initiiert. Wenn der Stein durch das Loch gerollt wird. Vielleicht sind noch weitere Yoshis hier drin zu finden. Schlag vor, nach ihnen zu suchen. Ja, genau das hatte ich halt gedacht. Vor allem, wieso sind so Bohnen versteckt? Egal, ich muss manche Sachen, glaube ich, nicht verstehen. Hier sind echt viele Bohnen. Weil das ist auf. Wisst ihr, warum da so viele Bohnen drin sind in dem Typen? Das fette Viech da, der Mutter Yoshi, ist einfach Dark Bean. So sieht er eigentlich aus. Das ist so. Das ist ein tolles Face Reveal. Ich weiß. So hungrig, ich brauche Obst. Wir müssen jetzt noch Obst suchen. Ich weiß schon, wie ich den Part nennen werde. Okay, hier können wir nicht hoch. Die hier ranholen? Ja, wenigstens das. Oh no. Aber Knochen trocken. Ah nein. Ich darf nicht so viel damit fressen, das ist echt doch. Ich war so ziemlich alles gefällt, was man fällen konnte. Okay, den haben wir sogar schon. Fliegen wir echt schnell. Noch einer, zwei Sprünge, dann sollte er auch weg sein. Ah, nein. Gut, dass ich mich healen kann, merke ich was.
wieder fast tot. Okay, jetzt haben. Sollten beide Level 10 erreichen. Okay, das andere gute Werte mal zur Abwechslung, merke ich. Warte, da kommen wir uns nicht eben noch hier. Achso, da, okay, das ist ja hier. Wann trommeln wir, soll ich mir mal den Yoshi holen? Dass hier festgehalten wird. Machen wir jetzt ein geschicktes. Können wir das überhaupt schon machen? Können sie irgendwie da unten durchfahren? Nein. Sagen wir schon erstmal weiter. Ah, die können hier rein. Right? Oh, da ist leider nichts. Außer halt ziemlich viele Münzen. Okay, das ist die erste Tür, nehme ich an. Was ist das denn für ein notierter Schub? Hilfe! Ich würde wirklich gerne mal verstehen, was sie da sagen. Achso, ich muss nicht schlagen. Ich bin einsaugt. Aber wie wir sehen, die Gegner werden immer wieder stärker und anstrengender. Das Spiel ist echt schwer. Deswegen ich als Pro-Gamer bin hier genau richtig, I guess. Okay, haben wir das. Da hätten wir einfach einen Sprung machen können. Ich würde auf die elegante Art und Weise machen. Oh. Danke. Wie Flucht? Darf ich nicht zuerst diesen Block aktivieren? So, also müssen wir direkt hier mit. Okay, ist wieder eine Bohne. Darkfield ist noch eine Bohne da. Also wie gesagt. Darkwing hat sich einfach in diese Spiel geflichten. Das gefällt natürlich auch die ganzen Bohnen. Ah, ich denke mal, wir können diesen Schalter hier drücken. Oder dieser Schalter. Ah, nice. Oh wow, dann war sogar links das Muster angegeben, das merke ich jetzt erst. Ich habe auf Random gedrückt. War mal was richtig. Brauchst du irgendein richtiges Muster oder was? War das hier? Was ist hier die Lösung? Warum muss man hier noch ein bisschen um irgendwas sehen? Oh wow, da ist die Lösung angegeben, merke ich das. Richtig. Oh, das Game ist sogar richtig. Jetzt sehe ich's. Ich weiß nicht, ob schon so noch was ist. Aber das Game war richtig. Brauchen wir blau, gelb, was? Ich soll den falschen Reihenfolge ich mache vorne. Rot, blau. Hier muss rot sein, hier muss gelb sein. Hier muss blau sein. Und fertig.
Aber immerhin haben wir jetzt einen Yoshi befreit. Wir müssen gleich immer noch die Bohne, die da ist. Ich kann nicht mehr. Wie viele Yoshis waren aber insgesamt? So 5 Stück oder so? So ein oder 2 Yoshis können wir noch befreien. Ich bezahle das, dass wir noch den ganzen Magen schaffen. Was sind das denn für Viecher? Oh, Eisblumen, neue Fähigkeit. Ja, ich finde, es sollte so eine Einführung geben für die Fähigkeit. Und das ist ja mal die Eisblume. Da können wir mal sehen, das ist einfach eine Feuerblume. Okay, es macht sogar sehr viel Schaden, wie es aussieht. Achso, er kommt nochmal zurück, okay. Das Timing ist irgendwie komisch bei denen. Oh, die heißen Bullies. Okay, ich bin natürlich ein Vorteil an, der am meisten HP von denen hat. Natürlich. Also, der ist einfach Sonic. Sekunde, ich habe eine Nachricht bekommen. Weitergehen. Okay, die Bohne gönnen wir uns noch. Entschuldigt gerade die Sounds. Aber ich schreibe noch mit dem Foto. WhatsApp. Ich habe es noch von eben offen, weil ich ja mal wieder Online-Unterricht habe. Wie ist das? Da bin ich halt die ganze offen. Eine Sekunde, wir haben Pluderhosen bekommen. Was machen die denn genau? Ausrüstung, Kleidung, Pluderhosen, flauschig, welche Wollhosen aus modernsten. Okay, ich würde sagen, das war's auch wieder für den Part. Ich freue mich gleich schon, den Part zu benennen. Im nächsten Part retten wir die restlichen Yoshis und mal gucken, wie es weitergeht. Bis dann, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund. Euer Johnny.